So, ich möchte heute wieder ein kleines Säckchen machen. Und zwar geht es darum, dass jemand gerade im Krankenhaus, dem es auch so nicht gut geht, auch nicht im Krankenhaus. Und da habe ich jetzt einige Dinge vorbereitet. So, zum einen habe ich hier Rosenblätter für Liebe, dann das Bohnenkraut für geistige Klarheit, dass man nicht verrückt wird, sozusagen, dass man ja stark bleibt. Basilikum befreit von negativen Energien oder Schwingungen und hilft auch bei schwierigen Entscheidungen, das ist jetzt ganz wichtig. Und Dill, Mut, Tatkraft, hilft auch bei Entscheidungen. Dann habe ich hier einmal den Rosenquarz. Sieht man jetzt nicht so genau. Ein ziemlich kleiner, der ist auch für Liebe und Freundschaft. Und der Bergkristall, frische Energie, Probleme lösen. Dann habe ich hier zusätzlich noch eine Schnur, die ist dafür da, dass die Person, für die das Säckchen ist, wieder zurückfindet, sollte sie irgendwie verloren gegangen sein. Also symbolisch gesehen habe ich hier an einem Ende einen Knoten hingemacht. Das ist das Ende, wo hier zu Hause, wo die Person hingehört, fest verankert ist. Und an dieser Schnur kann die Person dann wieder zurück nach Hause finden. Dann fange ich mal mit den Kräutern an. Ich nehme ein Löffelchen Bohnenkraut, ein Löffelchen Basilikum und ein Löffelchen Dill. Rein. Dann die Schnur, die ist absichtlich ziemlich lang. Dann die zwei Steine und noch ein paar Rosenblätter. Mach einen Knoten rein und wenn es klappt, eine kleine Schleife. Und dann wird dieses Säckchen noch besprochen, wie meine anderen Säckchen, und es trifft dann auf alle zu, die in irgendeiner Situation sind, wo man Entscheidungen fällen muss, schwierige Entscheidungen, wo man Kraft braucht.
von den Kräutern jetzt her und Energie, auch von den Steinen. Und dann kann man zusätzlich, wie ich eben jetzt halt hier die Schnur, noch andere Sachen reinlegen. Gut, das war dann mal wieder ein Video von mir. Bis dann, tschüss!